Keine Macht ist schöner als die Liebe. Keine stärker als der Hass. Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten als märchenhafte Show. Das Musical mit Hitgarantie. Ein Feuerwerk der Gefühle mit rasanten Tanznummern, berührenden Liebesszenen, prachtvollen Kostümen und einem leidenschaftlichen Ensemble. Romeo und Julia, das Musical, im Wiener Raimundtheater. Jetzt buchen. Wien-Ticket 58885. Alle Geschichten beginnen gleich. Alle beginnen mit Es war einmal. Hier jene von Romeo und Julia. Große Geschichte der Emotionen. Shakespeares Liebesgeschichte wird in einem atemberaubenden Tempo hin und her geworfen. Eine Probebühne in Wien wird für 43 Akteure zum Schauplatz Verona. Sie kämpfen mit dem französischen Regisseur und Choreografen Reda Bentefour 3 Monate lang um seine Gunst. Er fordert, dass sie an ihre Grenzen gehen. Seine kühne Version bleibt trotzdem, was sie ist. Eine Tragödie. Die Liebesgeschichte von Romeo und Julia zerbricht am Hass ihrer verfeindeten Familien. Seit Generationen trennt eine Fehde die Montagus und die Capulets. So this moment you make the decision, I'm gonna fuck you, Romeo, you know? You killed my nephew. It's very important that this moment exists. Yeah. You know, because that makes him also more human. Yeah. Julia hüllt sich in naive Unschuld. Romeo befindet sich im Rausch der Liebe. Beide sind durch Shakespeare Symbol der Liebe selbst. Ich glaube, er ist sicher der, der am meisten brennt von allen und die größte Leidenschaft hat. Drum ist auch er der sich dann verliebt letztendlich und ihnen dann beweist, hey, ich habe sie mir gewusst, ich finde die große Liebe, ich habe sie gefunden, bitte, da ist sie. Das ist eine Kapula, das ist blöd gelaufen. Ist es wahr, ich glaube es kaum, Liebe durchflutet diesen Raum. Ist es wahr, ich glaube es kaum, so wunderschön, fast wie ein Traum. Fühlst auch du wie ich, so klar, sag nur ja. Fühlst auch du wie ich, so klar, sag doch ja. Erste Berührung ist ein bisschen komisch, aber wir sind dann mal auf ein Bier gegangen. Und dann haben wir alle Dinge beiseite gelegt und gesagt, so, und morgen machen wir es. Jeder weiß, um was es geht, jeder weiß, was passiert ist, aber wir müssen das jetzt nicht zeigen, oder? Ich meine, das wissen wir eh und stellt es euch vor, okay? Dich zu lieben bis ins Morgengrauen schlafend auf deine Arme vertrauen. One little girl and one
Zwei junge Menschen verlieben sich, alles ist möglich. Das ist so banal, so alltäglich, so universell. Doch sobald sich die Gesellschaft und die Politik einmischen, beginnen die Probleme. Julia! Wir haben einen Monat mal nur geschrien und geheult und gelacht und bis sich das dann halt irgendwann alles in Formen bewegt hat. Wer kommt hier? Hey, mein Junge! So ist Julia! Kann sie Romeo? Reda ist der Übervater von Romeo und Julia. Er will die Dynamik einer Rockshow mit den Gefühlen der klassischen Liebesgeschichte vereinen. Er hatte eine Vision des Gesamtbildes, die er seit der Pariser Uraufführung jetzt in Wien bereits zum fünften Mal immer wieder neu erfindet. Er scheint einen absoluten Rundblick zu haben. Nichts entgeht seinem aufmerksamen Auge. Reda ist ein Perfektionist. Der Klassiker ist sprachlich und musikalisch in der Gegenwart angesiedelt. Reda und der Komponist und Autor Gérard Prescurvitch sind aufeinander abgestimmt. Reda und ich haben dasselbe Anliegen. Unser Musical dient nicht allein der Unterhaltung, sonst wäre es eine Operette. Die gesellschaftliche Aussage ist wichtig für uns. Deshalb zeigen wir Verona, den Fürsten, die Konflikte und eine Gesellschaft, die ihre Kinder umbringt. Das ist auch die Stärke Shakespeares. Mich ist nicht rein. Du bist ein Schwein, ja. Du tust gelehrt, doch bist nichts wert. Es ist die Geschichte von Romeo und Julia und hat seinen ganz eigenen Text. Nämlich ein Text, zu diesem, ich sage jetzt mal, French Pop-Stil der Musik passt. Das Leben gibt uns Rätsel auf, der Weg für uns, bergab, bergauf. Oft lebt man mehr Schein als Sein, oft weiß man's ganz insgeheim. Wenn euch die Liebe mal verführt, aha, das lässt uns unberührt. Wir sind aus Fleisch und Blut, ist auf Französisch on est les beaux et les laids, also wir sind die Schönen und die Hässlichen. Das ergibt auf Deutsch in der Form keinen Sinn. Das heißt, man musste ein Bild finden, das ungefähr die Situation erzählt, die auf der Bühne stattfindet. Und wir sind aus Fleisch und Blut genommen, weil es die Situation der Montagus am besten in dem Sinne darstellt, wie der Redder es haben möchte. Guten Abend, meine Schöne. Guten Abend, am helllichten Tag. Eure Erscheinung deutet eher auf Sonnenuntergang. Mercutio, so witzig schon am frühen Morgen. Ich suche Romeo. Oh, noch eine, die ihn sucht. Sein Marktwert steigt. Ich glaube nicht, dass er so etwas sucht. Heart is always the hardest to bring them to your fantasy. Du musst sie in deine Fantasie, in deine Welt holen. Die dunkle Seite hervorkehren. Ihnen zeigen, dass hässlich auch schön sein kann. Sie müssen brechen, weinen, lachen und nur sein. Sie müssen kämpfen wollen und merken, dass jeder töten kann. To cry, to laugh, to be. To want to fight and to have the feeling that everybody can kill. Bring zwar den Mark um, aber eigentlich sind wir die besten Freunde. Ich bin halt tot. Wenn man tot ist, ist man frei.